So, ganz herzlich willkommen hier zur Veranstaltung der DGMB im Rahmen der Berliner Energietage 2023. Mein Name ist Felix Jansen. Ich leite bei der DGMB die Abteilung für PR, Kommunikation und Marketing und darf Sie so grob in den nächsten 90 Minuten hier durch ein spannendes Thema durchführen. Wir haben uns sehr gefreut über das große Interesse Ihrerseits, dass da ist, an dem Thema uns hier heute zu verfolgen. Und zwar geht es um das große Thema Lebenszyklusbetrachtung und die These, dass es der neue Mainstream ist und warum Lebenszyklusbetrachtung im Gebäudesektor der Game Changer ist. Und zu der Runde darf ich spannende Menschen bei mir begrüßen. Das ist zum einen unser geschäftsführender Vorstand bei der DGMB, Johannes Kreisig. Dann dem Thomas Krawitz, Director beim Büro Happold und auch Mitglied des DGMB-Präsidiums und den Yannick Höper, Geschäftsführer Gesellschafter bei List Eco. Wir wollen Sie tatsächlich so ein bisschen breiter in dem Thema abholen. Sie dürfen sich natürlich auch gerne selber beteiligen, Fragen stellen im Laufe des Ganzen. Das heißt, wenn Sie untereinander kommunizieren wollen, nutzen Sie gerne den Chat. Wenn Sie Fragen haben, die Sie gerne in größerer Runde besprochen haben wollen würden, nutzen Sie bitte das F&A, das Fragen- und Antworten-Modul. Dann kann ich das ein bisschen besser als Moderator überblicken und dann im Laufe der Veranstaltung die Fragen, so gut es geht, eben einbeziehen. Johannes, machen wir mit dir einen Einstieg. Lebenszyklusbetrachtung. Das ist jetzt für viele ja ein Thema, was ja ein neues Thema geworden ist, aus verschiedenen Gründen. Irgendwie ein Thema, was da ist und manche noch nicht so richtig wissen, was es eigentlich bedeutet. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg nochmal so ganz übergeordnet sagen: Lebenszyklusbetrachtung und Gebäude. Was heißt denn das eigentlich genau? Ja, hallo in die Runde. Von meiner Seite aus auch. Ich fand ja den Titel oder ich finde den Titel schön mit dem Game Changer, weil das impliziert ja sofort die Frage, was ist eigentlich das Spiel? Na, was spielen wir hier und um was geht es eigentlich? Und es ist, wenn man es jetzt in Zusammenhang bringt, ganz klar, das ist der Weg zur Null. Wie kommen wir zur Null? Und in dem Zusammenhang muss man ja überlegen, was betrachten wir, um was geht's? Und wir sehen, dass wir natürlich in der gesamten CO2-Thematik mit der Sektorenbetrachtung in Deutschland ein relativ vollständiges Bild haben. Diese Sektoren aber eigentlich eher auf Zuständigkeiten der Ministerien gemünzt sind. Also wer kann in der Politik was tun oder glaubt, was tun zu können? Und nicht aufs Verursacherprinzip. Also wer induziert eigentlich welche Emissionen? Und es ist klar, wenn ich jetzt, wenn man dann einen anderen Sektor nehmen, den Mobilitätssektor, dann fahren wir mit dem Auto irgendwo rum und emittieren CO2. Das wird dem Mobilitätssektor zugeschrieben, aber das Auto wird eben im Industriesektor produziert. Ja, und dann, klar kann vielleicht der Herr Wissing auch nichts für, aber letztendlich sind diese sektorübergreifenden Themen, aber durch das Kaufen und Fahren eines Autos induziere ich ja eben diese Emissionen, die dann im Gesamtspiel sozusagen auftauchen. Und mit dem Thema Lebenszyklusbetrachtung wird das eben auf den Kopf gestellt. Dort schauen wir bedarfsorientiert sozusagen verursachergerecht, was gehört alles dazu. Also alles, was mit dem Produkt oder mit dem Service ja, verbunden ist, wird mit betrachtet. Das heißt, Produkt, das Haus oder Service, eben auch Wohnen oder eine Hotelübernachtung oder was auch immer. Also das ist, kann man dann definieren, was man eigentlich betrachten möchte. Was betrachtet man? Das sind Energie- und Stoffströme, also Ressourcenverbrauch, Emissionen, CO2, aber auch andere Emissionen. Und dieser Rahmen, den wir hier betrachten, der wird gegliedert eben über den gesamten Lebenszyklus. Auch so ein Wort, was für uns irgendwie normal geworden ist, aber natürlich im normalen Sprachgebrauch nicht normal ist, dass man über Lebenszyklen redet. Und der Lebenszyklus, das ist so von der Wiege bis zur Bahre, also von der Ressourcengewinnung, von der Herstellung der Rohstoffe, Materialien, Produkte etc. Einschließlich Verarbeitung, Transporte, das ist alles in diesem Block drin der Herstellung. Das wird alles mit betrachtet. Wird der Beton weit gefahren, dann sind die Emissionen des LKWs
da eben mit rein zu inventarisieren. Das heißt, auch Themen wie regionale Beschaffung oder so tauchen jetzt plötzlich auf und haben einen Vor- oder Nachteil. Die Nutzung, alles, was mit dem Gebäude jetzt, wenn wir mal das Produkthaus sozusagen anschauen, verbunden ist mit der Nutzung des Hauses, also heizen, kühlen, beleuchten, so alles, was wir in der Energieeinsparverordnung betrachten und was reguliert ist, aber auch das darüber hinaus, der Nutzerstrom, wenn ich den Kühlschrank, die Waschmaschine, den Fernseher anschalte, das ist alles auch in dieser Nutzung mit drin. Auch wenn ich natürlich renoviere, wenn ich einen neuen Boden in mein Haus reinlege oder die Wände streiche oder umbaue. Das heißt, die Nutzung ist der ganze Bereich, das Produkt Haus Nutzen bietet. Und dann haben wir den letzten Schritt noch hinten raus, das End of Life. Und ob das jetzt von der Wiege bis zur Ware oder von der Wiege bis zur Wiege heißt oder Cradle to Cradle oder wie auch immer, ist eigentlich egal. Man muss irgendwo den Systemraum dann begrenzen und hat klar Entsorgung, Abriss, Recycling von bestimmten Produkten. Und da gibt es genauso auch wieder Emissionen, aber auch vielleicht noch Werte, also wertvolle Materialien, die man vielleicht in einem Ressourcenpass nachher wieder finden kann. Das Problem, und das, glaube ich, ist jetzt deutlich geworden, das ist unfassbar komplex. Wenn man alles, was da irgendwie verbunden ist, inventarisieren möchte, betrachten möchte, da wird man nie fertig. Weil hinter jedem Fenster ist ein neuer Kosmos. Und das heißt, wir müssen uns ja auf das Wesentliche beschränken. Man hat ja, das Ziel ist ja nicht, eine wissenschaftliche Studie zu machen, sondern Entscheidungen zu unterstützen. Das heißt, in der richtigen Phase die richtigen Informationen für eine Entscheidungsunterstützung zu haben. Und da haben viele kluge Menschen dran gearbeitet. Ein Instrument wissenschaftlich dazu ist eine Wesentlichkeitsanalyse, wo man dann diese Systemgrenzen festlegt, wo man Konventionen ausarbeitet. Was betrachten wir als wesentlich und was ist jetzt weniger wichtig in dieser Gesamthausbetrachtung? Und deswegen kann das hier vernachlässigt werden. Dazu gibt es Normen bei CEN, bei ISO, deutsche Normen, die das sozusagen regeln. Und bei Normen immer sozusagen den groberen Rahmen regeln, gibt es bei der DGNB eben auch die sogenannten Systemgrundlagen, die die Modellierungsannahmen sozusagen besser ausspezifizieren, besser anwendbar machen. Das ist dann kompatibel zu solchen Betrachtungen wie jetzt bei der QNG-Förderung beispielsweise. Welche Themen werden betrachtet? Im Wesentlichen globale Umweltwirkungen oder regionale Umweltwirkungen wie CO2-Emissionen beispielsweise, aber auch Versauerungsemissionen, Schwefeldioxid oder so. Die Älteren von Ihnen kennen das vielleicht noch aus den 80ern mit dem sauren Regen. Da war das ein ganz großes Thema, oder Überdüngung, aber eben auch Ressourcennutzung. Wie viel von welchen Ressourcen wird denn eingesetzt im Kontext meines Produkts oder der Dienstleistung? Fossile Energieträger, mineralische Rohstoffe, aber auch Flächennutzung. Auch Fläche ist eine Ressource. Das Vorgehen, im Grunde genommen, macht man eine Modellierung für dieses Gebäude in dem Fall, also als betrachtetes Produkt. Man möchte Entscheidungen treffen, modelliert man also vorneweg und inventarisiert nicht hinterher, was man denn verursacht hat, weil dann gibt es nichts mehr zu entscheiden in dem Moment. Das Ergebnis bestimmt man für den Betrachtungsgegenstand und vergleicht dann zu einer Referenz, weil alleine Zahl zu wissen, hilft da noch nicht weiter. Man muss ja dann auch wissen, ist es gut oder nicht, beziehungsweise wo habe ich denn Optionen und kann Verbesserungen dann auch oder Optimierungen reinbringen. Dabei sind bei Gebäuden natürlich die langen Zeiträume zu betrachten. Ganz klar, das sind Szenarien für die Nutzung auch letztendlich zu vereinbaren. Wenn jeder sein eigenes Szenario macht, macht das natürlich keinen Sinn. Und damit können wir dann sozusagen die Planung oder das, was man auch gebaut hat als Nachweis, ins Verhältnis setzen zu einem Zielwert. Und da kommen wir zurück zum Zielwert. Was sind denn die langfristigen Ziele? Klar, beim Klima 2045 wollen wir zu Null kommen als Gesellschaft. Ich meine, die Ziele sind gesellschaftspolitische Vereinbarungen, die wir hier getroffen haben. Das heißt, an denen müssen wir und können wir uns orientieren. Dieses zu Null kommen heißt ja nicht, dass wir heute bei der Null sein müssen, sondern dass wir eben einen Plan dann haben müssen für unsere Gebäude,
wie wir diese Klimaneutralität in der Nutzung dann auch erreichen im entsprechenden Zeitrahmen. Also das vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ist jetzt sozusagen bei der Lebenszyklusbetrachtung anders? Wir haben seither einen regulierten Teil, also die Energieeinsparverordnung, dort haben wir Energieeffizienz reguliert. Das ist eben ein Teil der Energie, der Nutzung, der da betrachtet wird, als sozusagen als Indikator für den Impact, für den Klimaschutz oder den Ressourcenverbrauch. Ich meine, die Energieeinsparung kommt aus der Energieknappheit. Das ist also eine Ressourcenknappheit sozusagen, zu wenig fossile Energieträger in der Ölkrise. Deshalb hat man eine Energieeinsparverordnung gemacht. Heute nimmt man es als Indikator auch für Klimaschutz. Passt nicht überall so, aber ein bisschen in die Richtung passt schon. Weniger Verbrauch ist dann auch weniger Klimaimpact. Aber jetzt kommt eben über die Ökobilanzbetrachtung die Möglichkeit dazu, eben genauer zu messen, den Klimaschutz einfach genauer zu betrachten und abzubilden und die vor- und nachgelagerten Stufen, also die Herstellung der ganzen Materialien und der Abfallwirtschaft hier mit einzubeziehen. Was früher, vielleicht ja vor 30 Jahren, ein 10-zu-1-Verhältnis zwischen Nutzung und der Herstellung, was auch klar macht, warum man eine Energieeinsparverordnung gemacht hat für die Nutzung und nicht für die Herstellung damals, ist es heute eher bei einem Neubau ein 1-zu-1-Verhältnis. Aber das wissen meine Mitdiskutanten besser. Sie haben mehr Erfahrung sozusagen aus dem täglichen Leben. Und ist auch klar, wenn wir zu Null kommen wollen, dann können wir den Materialsockel nicht einfach weiter ausblenden, sondern müssen ihn betrachten. Also das war so eine Kurzeinführung in den Lebenszyklus. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen einzuordnen. Ja, ich glaube, wir klamüsern das gleich noch so ein bisschen aus in die Einzelaspekte davon. Jetzt würde ich die anderen beiden, Thomas und Yannick, euch mit reinholen. Jetzt haben wir ja diesen Claim drüber gestellt über die Veranstaltung, der neue Mainstream, warum die Lebenszyklusbetrachtung der Gamechanger ist. Der Johannes hat es jetzt gerade ein bisschen näher versucht darzustellen, was da methodisch hintersteckt. Thomas, vielleicht mit dir angefangen, würdest du das unterstreichen, auch auf Basis von den Erfahrungen in den ganzen letzten Jahren, die du über Zertifizierung und auch Projekte, die nicht zertifiziert wurden, gemacht hast? Ja, erstmal guten Morgen und kann ich unterstreichen. Ich glaube aber, dass nicht die Lebenszyklusbetrachtung selbst der Gamechanger ist, sondern das, was es mit einem macht. Die Möglichkeiten, die sich daraus eröffnen und eben auch, dass man in anderes Verhalten reingeht als Planer, Planerin, um hier die richtigen Materialien für den richtigen Einsatz und die richtige Lebensdauer zu haben. Und das ist eigentlich das große Thema, das wir erkennen. Aus dem Alltag, den Nutri-Score kennt jeder. Das heißt, man ist sich ganz bewusst, kaufe ich jetzt ein Lebensmittel, was für mich tendenziell eher gesünder ist oder tendenziell eher ungesund ist. Und was die Lebenszyklusbetrachtung dabei macht, ist an sich ein Diätplan mit erstellen, wo man sich dessen erstmal bewusst wird, was man dort auch mit einbaut ins Gebäude. Jetzt ist es so, bei einem normalen Essen geht das doch relativ schnell. Wir bauen länger, haben also wesentlich mehr Zeit. Das bedeutet, wenn ich mir also Gedanken darüber mache, wie ich mich ernähre und das eine Auswirkung im Endeffekt nur von einer geringen Zeit hat und bei den Bauten wir doch über, was wir ja in der DGNB mit drin haben, im Normalfall mindestens mal die 50 Jahre auch ansetzen, dann sollten wir uns da auch Gedanken machen. Wir haben bei Büro Happold das schon relativ lange gemacht. Wir haben den Dr. Wolfram Trinius bei uns, der in Hamburg auch das Thema jetzt von Hamburg und Deutschland aus weltweit auch mitleitet als Lifecycle Advisory, um da genau die Sachen aufzunehmen. Und wie es Johannes schon sagt, es gibt eine ganze Menge Themen, die dahinter stecken. Und sobald man sich mit beschäftigt, kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und muss aufpassen, dass man sich da nicht verliert, sondern wirklich merkt, was sind die Hauptthemen, die ich betrachten muss von der Planungsseite und von der Ausführung. Und da ist ganz wichtig, und das machen wir zu selten auch als Berater, uns Gedanken zu machen, was für eine Art von Gebäude ist es, das schon, aber wie lange soll das Gebäude denn auch eine Nutzung haben? Und was können wir uns als eine Nachnutzung vorstellen? Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten auch von der DGNB, also nur jetzt mal Gebäuderessourcenpass zum Beispiel mal mit reingenommen, was dann das Ganze auch noch ein bisschen darstellbarer macht. Weil das ist die Gefahr auch bei einer reinen Lebenszyklusbetrachtung, dass es für viele Investoren noch so ein Blackbox ist. Ja, da wird was gemacht und ist auch toll, dass es im DGNB-System so eine Kernkomponente ist, also eins der Kronjuwelen des DGNB-Systems.
und auch sinnvoll, damit die Kopplung zu haben, zum einen von der LCA als auch von der LCC, also den Kosten und den Emissionen, die zusammenhängen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und hier ist es wichtig, dass man aus der Beratung heraus nochmal dann wirklich zeigt, auch Auftraggeberschaft, wo kann man wirklich ansetzen, was sind die Themen, die es verändern. Und ich sage meinem Team das dann an sich immer so, das ist ähnlich wie mit dem Kuchenrezept der Großmutter, dass man sich anschaut, man weiß, das ist ein wunderbarer Kuchen, der ist ganz toll, aber man weiß normalerweise nicht, was drin ist. Und bis irgendjemand mal anfängt und sagt, jetzt müssen wir das aufschreiben, weil wir die Werte erhalten wollen. Und genau das müssen wir im Bauen auch tun. Wir müssen eine Möglichkeit finden zu sehen, was ist in Gebäuden drin, welche Auswirkungen auf die Umwelt und auf unser Leben hat es und auch über unser Leben hinaus. Und das ist an sich nicht nur Rechenschaft der nächsten Generation gegenüber, sondern auch Ehrlichkeit, um zu sagen, was ist denn überhaupt drin im Gebäude? Können wir das heute guten Gewissens empfehlen? Oder wissen wir jetzt schon, dass in ein paar Jahren sich da Änderungen abzeichnen? So, von daher würde ich mir wünschen, dass wir noch ein bisschen mehr dieses Nutri-Score-System, das wir von Lebensmitteln kennen, auch beim Bauen dabei haben, um es etwas einfacher zu machen, weil oftmals, auch wenn ich an meine Kollegen denke, wir machen also das auch im täglichen Doing, Lebenszyklusbetrachtung und Beratung, ist es nicht immer einfach, die richtigen Werte zu finden. Und oft sagt man, naja, wir nehmen was Ähnliches. Aber wie Johannes schon gesagt hat, allein der Transport von dem Baustoff zur Baustelle, das ist ein wichtiger Aspekt und hat eine Auswirkung gegebenenfalls. Und die müssen wir kennen, die Stellschrauben dazu müssen wir kennen. Und ich denke, das sind wir auch auf dem richtigen Weg. Vielleicht kurz noch der Exkurs in die DGNB-Akademie. Auch bei Schulungen kommt die Frage immer wieder auf, ja, Lebenszyklusbetrachtung, muss ich das denn machen? Und da ist es einfach das Thema, es geht an sich nicht ohne. Es gibt auch Kollegen, die dabei unterstützen. Aber was, und das dann auch zum Anfang zurück, der Gamechanger wirklich ist, wenn man es einmal gemacht hat, wenn man sich mal damit beschäftigt hat. Und das kriegt man auch mal über einen Tag, wenn man sich da die Ruhe mal nimmt und das wirklich durchgeht und die Betrachtungsgrenzen mal anschaut, dann kommt man erstmal in das hinein, dass sich die ein oder andere politische Diskussion einfacher erschließt. Aber man auch merkt, worauf sollte ich denn aus der Beratung oder als Bauschaffender oder Bauschaffende, wie soll ich da am besten den Fokus setzen, um sicherzugehen, dass wenn ich Material einsetze, dass ich weiß, was tut das Material für die Umwelt, wie lange ist es verwendbar und habe ich Nachnutzungsmöglichkeiten. Und dann im zweiten Schritt kann man auch nochmal schauen, schaffe ich damit die Null, die Johannes angesprochen hat. Und die Null ist meiner Meinung nach nicht unbedingt immer das Ziel. Wir wollen nur an die Null herankommen. Wir wollen das so machen, dass wir wirtschaftlich vertretbar herankommen. Wichtiger ist eher, dass wir an Materialien einsetzen und das jetzt Gebäude oder auch in Quartieren, wo wir sagen, die können tendenziell wirklich Jahrhunderte auch überstehen. Oder wir wissen ganz genau, das ist ein Gebäude, das nach 20 Jahren sowieso abgerissen wird. Oder sagen wir mal ein Beispiel, so ein Expo-Pavillon, der in der Regel nur ein paar Jahre steht oder ein paar Wochen an sich steht, dann abgerissen wird und man was Neues mitmacht. Und das ist die Frage, welche Materialien setzt man dafür sinnfälligerweise an? Und das ist die eine Sache, die andere Sache dann auch, wo habe ich eine Möglichkeit der Nachnutzung? Wenn man das einmal durchgegangen ist, wenn man es in den Projekten auch lebt, hat man eine ganze Menge an Wissen angesammelt, was schon mal gut ist für die nächsten Projekte. Wir haben es ja immer so, dass alle Projekte, die wir an sich betreuen und bauen, sind ja doch Maßanzüge. Und ich sage immer, wir müssen an sich von den Maßanzügen weg zu T-Shirts und müssen leichter werden. Wir müssen auch Materialien auch mal sagen, die wählen wir bewusst ab. Das sind Materialien, die zwar schön sind, die einen guten Geschmack haben. Und jetzt mal zum Nutri-Score wieder, wo man sagt, so ein Schokoriegel ist eine tolle Geschichte, aber der bringt mir halt. Wenn man sagt, ja, wie ist es so 5 Minuten im Mund und 5 Jahre oder 20 Jahre auf der Hüfte? Und ähnlich ist es an sich mit Gebäudematerialien. Wenn man nicht aufpasst, hat man Materialien, die uns oder in den folgenden Generationen wirklich noch Kopfzerbrechen bereiten. Von daher eine tolle Sache. Es ist ein wichtiges Thema und der Gamechanger, nicht die Betrachtung selbst, sondern das, was es mit einem macht. Diese Veränderung in der Wahrnehmung und auch die Veränderung dessen, was man beeinflussen kann. Jannik, würdest du das so unterschreiben, was der Thomas gesagt hat? Ist das eigentlich der Fokus bei dem Ganzen? Oder wie geht ihr da auch mit euren Kunden um, die ja vielleicht nicht als erstes sagen, jetzt macht mir noch eine Lebenszyklusberechnung, weil die wollen wir jetzt unbedingt auch noch haben? Erstmal guten Morgen auch aus Köln, in die doch erfreulich große Runde hier. Ich kann das grundsätzlich schon unterschreiben. Ich würde eher nur die Ergänzung machen, es hat das Potenzial, ein Game Changer zu sein.
Weil dafür muss man in Gänze verstehen, was für Auswirkungen das hat. Einmal auf den Designprozess im Gebäude. Und das beinhaltet ja alles. Also es hat Tragwerk, Architektur, TGA auch speziell. Das ist eine komplett andere Herangehensweise an wie man eine Planung möglich macht oder beziehungsweise wie es bisher immer gemacht wurde. Wir haben mal Kunden, die tatsächlich getrieben, auch natürlich durch intrinsische Motivation teilweise, aber auch durch ihre Reporting-Pflichten. Und das ist so ein großes Wort mittlerweile, bei vielen Unternehmen reporten müssen. Und da müssen sie offenlegen, inwiefern ihr Gebäude über den Lebenszyklus hinaus performt quasi oder was für Auswirkungen diese Gebäude auf die Umwelt haben. Und da überhaupt einen Knopf dran zu bekommen und diese Daten zu sammeln, weil Daten die neue Währung ist, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen kalter Kaffee quasi, was sagen mal viele, aber es ist speziell sehr wichtig, das merken wir gerade auch im Bestand, dass es extrem schwierig ist, an Daten zu kommen. Aber da die Ursache-Wirkung zu untersuchen, also was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich diese Heizungsanlage einbaue als Beispiel und wenn ich die Fassade habe? Habe ich jetzt einen großen Glasanteil, muss ich wahrscheinlich sehr viel mehr kühlen. Anderes Thema ist, wenn ich nicht die Lebenszyklusanalyse mache, habe ich halt ein blindes Auge. Also es ist halt, je effizienter, energieeffizienter ein Gebäude ist, je geringer der Energiebedarf ist, desto höher ist der graue Anteil, die grauen Emissionen quasi. Also durch die Materialien, die Herstellung, End of Life etc. Wir haben selber Studien dazu durchgeführt, als ich noch in der Wissenschaft gearbeitet habe. Und da war es halt häufig so, dass ein Gebäude nach Standard, GEG nenne ich jetzt mal, ungefähr eine Verteilung hat 60-40, also 60% Emissionen im Betrieb, 40 der Materialien. Wenn ich je effizienter ich baue, also jetzt mal KfW 40, ist es genau gespiegelt. Wenn nicht sogar noch Tendenz mehr, also das heißt 60% graue Emission, 40% Betrieb. Da sieht man auch in den ganzen Auswertungen, die es gibt, in den letzten Jahren, was hat jetzt die Effizienzsteigerung gebracht? Es wurde weniger Emissionen im Gebäudebereich emittiert, aber es hat tatsächlich mehr zum Rebound-Effekt geführt, weil mehr Wohnfläche geschaffen wurde. Also das heißt, die Pro-Kopf-Wohnfläche ist gestiegen. Und wir haben hier nun mal einen blinden Fleck, hat auch damit zu tun, wie die Klimaziele bilanziert werden. Das heißt, graue Emissionen werden Tendenz eher zur Industriesektor bilanziert, das heißt nicht zum Gebäudesektor. Und so hat man eigentlich immer noch eine offene Flanke, wenn man so sagen möchte. Des Weiteren gehört auch dazu, wenn man den Lebenszyklus betrachtet, Lebenszykluskosten sind ja einmal schon gerade gefallen, also LCC. Das ist natürlich immer kausale Zusammenhang und dann noch das Thema Zirkularität. Also ein CO2-armer Baustoff ist nicht gleich zirkulär oder das Thema Bauökologie. Das heißt, man müsste tatsächlich die Betrachtung erweitern. Und wir haben die ersten Kunden, die in ihrer Ausschreibung einen Benchmark haben. So und so viel CO2 darf die Konstruktion maximal haben. Die ersten fangen auch schon an, dass man sagt, das ist mein Standardgebäude, es hat so und so viel CO2 in der Konstruktion. Jetzt reicht mir ein Entwurf ein, der mindestens 30-40% weniger CO2 hat. Und das ist eigentlich eine neue Disziplin, wenn man so möchte. Das heißt neu, das ist eine neue alte Disziplin. Das Thema Ökobilanz ist ja schon viel länger, auch getrieben durch die DGNB. Aber jetzt speziell durch die Förderung und durch die Gebäuderichtlinie, die jetzt gerade in der finalen Besprechung ist. Da steht zum Beispiel drin, dass ab 2027 in ganz Europa jedes Mal eine Gebäudeökobilanz berechnet werden soll. Wenn es so wirklich verabschiedet wird, weiß ich noch nicht, aber es steht zumindest schon mal drin. So, das heißt, dieses Thema wird so oder so jetzt kommen. Durch die QNG-Förderung ist es einfach, dass man vorher einen Entwurf schon berechnen muss. Also ist es überhaupt, wird dieser Benchmark eingehalten oder eben nicht, wenn man die erste Stufe macht. So, das heißt, man muss die Gebäudeökobilanz eigentlich in den Planungsprozess einbauen. Und man macht nicht am Ende mehr eine Bilanz und weiß man, was man hat und fein, sondern wenn man so möchte, ist es eigentlich, wird es mehr zum Planungsinstrument. Wenn man das macht und versteht, dass die Banken, also das Reporting für die Banken, SFDR Level 2, nur als Buzzword einmal reingebracht, die das reporten müssen, dann hat es auf jeden Fall, kann es zum Game Changer werden. Ja. Jetzt sind da einfach wahnsinnig viele Begriffe da, auch. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch die Frage der Motivation. Thomas, du hast Ehrlichkeit, Gewissen gesagt. Das ist jetzt natürlich nicht bei den allermeisten, die irgendwie bauen, die Hauptmotivation erstmal über das Gewissen oder über die Ehrlichkeit zu gehen. Jetzt habt ihr das Thema Lebenszykluskostenrechnung. Das heißt, ökonomische wird ja in ganz vielen Fällen auch der Treiber sein oder halt eben Pflichten, die damit zusammenhängen. Was sind da eurer Meinung nach neben der QNG-Förderung, Janik, das hast du jetzt gerade erwähnt, aber vielleicht Johannes aus deiner Sicht, was sind da gerade im Moment die wichtigsten Treiber,
aus denen heraus auch klar wird, dass es einfach nicht weggehen wird. Und jeder, der jetzt die Zeit verschläft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat halt ein bisschen Zeit verloren. Dann Mikro ist noch aus. Sorry, ich hatte das ja zu Beginn gesagt, wenn die Zielsetzung, und das ist für mich eine gesellschaftspolitische Zielsetzung, wenn diese Zielsetzung null ist beim Klimaschutz, also bei den Emissionen, dann können wir nicht nur die Hälfte betrachten und optimieren. Und das ist heute die Hälfte. Und damit benötigen wir ein Instrument, um das zu tun. Es gäbe auch andere Instrumente, die aber lang nicht so effizient oder effektiv sind in der Anwendung. Ich könnte ja auch jetzt als Regierung bestimmen, es darf nur noch in Holz gebaut werden oder so. Da würden wir auch Emissionen reduzieren können. Aber die Auswirkungen, die wir durch solche Entscheidungen dann bekommen, sind natürlich viel weniger überschaubar als ein Instrument, was sich im Prinzip der Situation anpasst. Und deshalb ist so eine Systembetrachtung, eine Systemraumbetrachtung in jedem Fall das richtige Instrument, um eben auf sich verändernde Randbedingungen einzugehen. Und von dem her bin ich überzeugt, dass das Instrument auch gar nicht mehr weggehen wird, wenn wir ernsthaft unsere Ziele erreichen wollen. Es ist das einzige Instrument, was genau darauf zu fokussiert, weil es eben nicht einen Hilfsindikator Energie betrachtet, sondern den Zielindikator Treibhauseffekt oder Beitrag zum Treibhauspotenzial. Alles mit einbezieht, was dafür relevant ist. Es kann sein, dass es in den Rechengrundlagen über die Zeit irgendwann mal Anpassungen geben wird, wenn man sieht, okay, man hat vielleicht einen wichtigen Teil bisher gar nicht mit drin in den Systemgrundlagen. Das muss mit betrachtet werden oder es ist methodisch sinnvoll, noch was anderes mit reinzunehmen. Aber das sind Anpassungen innerhalb von einem Rahmen. Und ich glaube, das große Problem ist, ich will es gar nicht Problem nennen, oder da, warum das jetzt im Moment ein bisschen schwerfällig anläuft, ist eben, dass wir über Jahre uns zu wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ein Stück weit aus der Wissenschaft raus auch eher Wahrheitsfindung wie Anwendungsoptimierung betrieben haben. Und jetzt gilt es eben in der Anwendungsoptimierung, es einfach zu machen. Es kann natürlich nicht sein, dass der Aufwand, eine Ökobilanz zu rechnen, auf Dauer so bleibt, wie er in der Vergangenheit war. Dass man manuell hinsitzt und irgendwelche Massen zusammenzieht und dann irgendwas wieder in weiteren Tools modelliert. Es wird aber ganz schnell gehen, dass es integriert wird in die Instrumente. Dass es das ist. Also die Ökobilanz ist auch sehr, sehr gut in der digitalen Welt eben vernetzbar, weil es ja regelbasiert läuft, weil es ja datenbasiert läuft. Das heißt, wenn ich eine digitale Planung habe, eine BIM-Modellierung beispielsweise, dann ist das eigentlich nur noch ein relativ kleiner Schritt, dass es draufgesetzt werden muss. Und da entstehen im Moment auch von uns die Standards, dass nicht jeder sozusagen neu wieder Daten anpassen muss und dranhängen muss. Da ist die Bundesregierung mit dran, stellt Grundlagen zur Verfügung, gerade datenseitig mit der Ökobaudat. Und alles das sind solche Mosaiksteine, die dann dieses Gesamtbild geben. Wir proben heute aus meiner Sicht in der Förderung das Instrument, wo nicht alles perfekt läuft. Keine Frage, da gibt es auch Punkte, wo ich sagen würde, ach, das würde ich mir anders wünschen und vorstellen. Aber die Gesamtrichtung, die stimmt und die deutet darauf hin, dass wir das natürlich im Gebäudeenergiegesetz sehen werden, diese Betrachtungsweise. A, weil wir es geübt haben, B, weil wir die Infrastruktur dafür zur Verfügung haben und C, weil es Europa fordert. Das war ein ganz wichtiger Punkt von Janik. Janik, du hast es im Vorgespräch auch gesagt, dass wir uns irgendwie in so einem experimentellen Verhalten gerade noch befinden. Der Johannes hat jetzt gerade in eine ähnliche Richtung angesprochen. Können wir es das überhaupt leisten, jetzt irgendwie noch viel Zeit im experimentellen Verhalten, im Umgang mit der Methodik zu machen? Oder brauchst du es vielleicht, um auch die Skepsis gegenüber der Anwendung, das jetzt auch noch darüber wegzukommen? Das ist die goldene Frage. Ich glaube, einerseits, wenn man die Fakten und die wissenschaftlichen Auswertungen sich anschaut, ist die Antwort nein, sofort machen. Andererseits ist natürlich auch immer eine Bevölkerung, eine Gesellschaft dahinter. So, und wir kommen aus einer Zeit, die halt sehr
langsam so ein bisschen in diese Richtung gekommen ist, aber dann war eine hohe Erwartung, dann wurde das nicht erfüllt, dann ging es immer zurück. Das war so ein bisschen Wellenbewegung, aber leicht linear ansteigend, würde ich es mal nennen. Das heißt, ich glaube, dass deswegen müssen wir so ein bisschen, wir befinden uns gerade in so einem Übergang zu dem, was wie es in den letzten Jahren war, hin zu dieser neuen Betrachtungsweise, die nochmal, die ja eigentlich nicht neu ist, aber die jetzt in den Fokus einfach nur kommt. Das ist eigentlich so der Kippmoment. Also diese ganze Lebenszyklusbetrachtung kommt jetzt in diesen stärkeren Fokus, weil es eben durch die Förderung gefordert wird, weil es durch die Politik immer gegeben wird, durch die Finanzwelt etc. Das heißt, ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, so eine experimentelle Phase zu haben, dass die Leute sich daran gewöhnen können, müssen, weil ich glaube, von heute auf morgen das jetzt zu fordern, wäre aus Sicht der Wissenschaft, also das hat Johannes ja auch gerade schon gesagt, gut oder beziehungsweise notwendig, weil wir müssen, wenn wir es so weitermachen wie gerade, werden wir die Ziele auch im Gebäudesektor nicht einhalten. Aber wir müssen eigentlich jedes Jahr 5 Millionen Tonnen einsparen, um irgendwie dahin zu kommen, nur im Gebäudesektor. Aber ich glaube, dass wir jetzt diesen Anstoß haben und es knirscht natürlich. Und ich bin auch bei Johannes, dass es bei der Förderung noch nicht optimal läuft, auch in der Tiefe, wie man das gemacht hat oder macht. Aber es ist ja erstmal, es ist jetzt in der Welt. So, es hat natürlich, bringt seine Vor- und Nachteile. Und es ist ein Anstoß von einem Prozess, der jetzt so langsam beginnt. Unser Problem ist ganz einfach nur, wir müssen jetzt gerade viel mehr Tempo reinbringen, weil es in den letzten Jahren eben nicht gemacht wurde. Das ist einfach, es ist ohne Wertung, ob es gut oder schlecht ist, es ist einfach Fakt. So, und das heißt, aber jetzt beginnt so ein Weg aus meiner Wahrnehmung, weil auch speziell die Finanzwelt sehr stark in die Verantwortung genommen wird, was gar nicht so sehr im Fokus ist, aber das passiert tatsächlich da, sodass wir, glaube ich, da auf dem richtigen Weg sind, dass es jetzt losgeht in diese Richtung. Und auch, was Johannes gerade meinte mit Digitalisierung, es ist möglich, mit BIM eine Ökobilanz zu berechnen. Also BIM nutze ich jetzt mal als Buzzword für Digitalisierung. Dafür gibt es die VDI, die ich mit Sebastian damals initiiert habe, die jetzt hoffentlich bald noch fertig wird, weil da genau definiert ist, wie aus dem BIM-Modell eine Ökobilanz berechnet werden soll. Als Beispiel. Und das ist diese Standardisierung. Das heißt, es gibt diese Möglichkeiten schon. Das IFC-Modell oder das IFC-Format gibt diese Möglichkeiten. Man muss ein bisschen dran basteln noch, ja, aber es wird es immer mehr. Deswegen dieser große Aufwand, speziell auch was TGA betrifft, also die ganzen Komponenten, was bisher immer, ich habe das selber einmal gemacht, dann hing da knapp 2 Wochen dran, die ganzen TGA-Auswertungen zu machen, nur um die grauen Emissionen der TGA zu berechnen zu können. Das kann es natürlich nicht sein. Aber da ist halt der Vorteil, wenn man Digitalisierung denkt, BIM bietet da halt die Möglichkeit und es ist möglich. Deswegen haben wir auch bei uns bei LISEGO eigene Programmierer und ich habe damals in meiner Masterarbeit die Automatisierung der Gebäudeökobilanz, meine Masterarbeit drüber geschrieben, auch wir haben auch Forschungsprojekte dazu gemacht. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein noch schlummerndes Potenzial, was aber schon möglich ist. Und ich glaube, das muss einfach nur in den Fokus. Deswegen zu deiner Frage. Wir sind in einer Experimentierungsphase, die wir, glaube ich, brauchen, weil einfach Mensch und Wandel ist immer so ein bisschen tricky. Ne? Also kennt es selber, aus der Komfortzone rauszukommen, aus Gewohnheiten zu ändern, sind, glaube ich, gar nicht, unterschätzt man sehr, wie schwer das ist. Und wenn man dann halt, muss man immer höllisch aufpassen, dass man halt Leute nicht abhängt, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, jetzt so langsam kommt dieser Durchbruchmoment, dass es halt zum neuen Standard wird. Aber Gewohnheiten sind ja eigentlich nicht schlecht. Eigentlich. Wenn sie in die richtige Richtung gehen. Und genau. Das ist auch ein Punkt, den wenn wir im Hinterkopf haben müssen. Es geht ja nicht darum, dass jeder immer für alles eine Analyse durchführen soll. Aber weil wenn klar ist, was die richtige Maßnahme ist, dann kann ich mir die Analyse sparen und auch die Lebenszyklusanalyse. Nur wenn es nicht klar ist oder wenn Alternativen bestehen und die bessere Möglichkeit sozusagen herausgefunden werden soll, dann ist es ja ein tolles Instrument, wo ich das machen kann. Am besten automatisiert, klar. Wenn die Digitalisierung mir dann irgendwann ein Ampelsystem gibt und das eine ist auf grün, das andere auf gelb, dann ist das eine tolle Sache. Thomas, du hast ja bisher ja auch in der DGNB Akademie als Referent aktiv, hast ganz viele von diesen komplett ausgebuchten Auditorenschulungen in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gegeben. Da sind ja ganz viele, die neu an das Thema rankommen, also vorher die Consultants und dann in der Finalisierung bei den Auditoren. Merkst du da auch, dass da diese Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen, wie das da ist, also vor allem unter dem Aspekt, dass ich glaube, es gab ja eine lange Zeit, wo die Zertifizierung auch
zwar Standard war oder viel angewandt wurde, aber es gab ja irgendwie schon irgendwie einen Kreis derer, die das gemacht haben und jetzt plötzlich über Förderung, über EU-Anforderungen und so weiter kommen jetzt plötzlich ganz, ganz viele andere mehr Auftraggeber, Investoren, Bauherren, die sagen, ja, ich brauche das und wollen halt von ihren Mitarbeitern, dass es von heute auf morgen in irgendeiner Art und Weise geht. Macht das was mit den Leuten und wie nimmst du denen die Angst im Umgang mit diesen Tools, mit diesen Werkzeugen? Ja, also grundsätzlich haben wir erstmal in den Schulungen so eine Heranführung und gehen auch auf die Themenstückchen ein, so den Unterbau, den es eben da braucht, auch für Lebenszyklusbetrachtungen. Da gibt es ein steigendes Interesse. Während das noch vor ein paar Jahren auch so ein Thema war, eher so auch als Blackbox, naja, da muss ich mal was machen, damit beschäftige ich mich, wenn ich dann wirklich mal in dem ersten Audit bin. Und das ist heute anders, dass also doch schon viele der Teilnehmer auch wirklich nachfragen, sich auch im Vorfeld schon mal ein Stück beschäftigt haben, Interesse haben und aber auch verstehen wollen, wie gehört das zusammen? Was sind so die Rahmenbedingungen? Was gibt es an Möglichkeiten, die auch die DGNB anbietet? Sei es jetzt vom DGNB-Tool, sei es jetzt über verschiedenste Foren und Sonstiges, bei denen man auch Informationen bekommen kann. Von daher, da gibt es einen großen Bedarf. Und ich würde fast sagen, dass Tempo, ja, Tempo ist ein Thema. Das ist schon wichtig, weil wir mit Bauprojekten zum einen auch schneller arbeiten müssen in der Lebenszyklusbetrachtung häufig. Und das, glaube ich, ist eine der großen Veränderungen auch, hat man eine Lebenszyklusbetrachtung gemacht zur Einreichung von dem Projekt. Weil man dann an sich die Daten schon mal vorliegen hat und sagt, jetzt mache ich mal einen Kassensturz, nehme alles mit rein und schaue mal, was rauskommt. Tendenziell ist es jetzt so, dass wir das immer weiter nach vorne bringen, weil ich muss ja auch eine Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und es gibt eine ganze Menge tolle Softwarelösungen, auch mit schönen Visualisierungen. Wir haben da auch als Unternehmen, als Büro Happold, recht viel auch international mit investiert und eben auch geschaut, wie kann man es auch darstellen und wie kann man frühzeitig, und das ist an sich das Hauptthema, wie kann ich frühzeitig eine Lebenszyklusbetrachtung an einen Auftraggeber ranbringen und sagen, guck mal her, das, was ihr jetzt vorhabt, kommt mit diesem und jenem Fußabdruck, kommt zu null oder kommt nicht zu null und das muss ich davor haben. Und es ist dann zwar schön, auch wenn man es zu einer Einreichung von dem Projekt hat, dann irgendwann in der LP 8, 9, aber eben man braucht es viel. Und da gibt es auch im DGNB-System Punkte dafür und es sind Innovationspunkte auch teilweise möglich, wenn man eben planungsbegleitend arbeitet. Und das ist so das Hauptthema, planungsbegleitend. Eine Lebenszyklusbetrachtung ist nicht so ein One-Off, wo man sagt, das macht man am Ende von dem Projekt, oder einmal kurz am Anfang und dann am Ende wieder, sondern das sollte auch durchgehend sein. Da muss eine gewisse Bereitschaft von der Auftraggeberschaft auch da sein, um das eben auch mitzunehmen und zu verstehen, dass man hier Möglichkeiten hat, wirklich den Fußabdruck und die Null auch zu beeinflussen aus der Planung heraus. Dass man eben nicht in die Situation kommt, wie es Johannes am Anfang ja auch mit reingebracht hat, dass ich mir dann überlege, wie ich jetzt mal gesagt, so Ablassbriefe finde. Ja, wo kann ich jetzt was tun? Wo kann ich mir was einkaufen von außen? Einfach, weil ich es in der Planung entweder verschwitzt habe oder nicht die Möglichkeit zum Handeln. Und das ist an sich das Hauptthema, was ich sehe, wenn ich auch dann bei anderen Zertifizierungen mal mit reingeholt werde, dass das Thema Lebenszyklus selten von Anfang an mit betrachtet wird, sondern man sich da erst einfindet. Was schön ist, im DGNB-System fange ich an mit ENV 1.1 Lebenszyklus. Also da fange ich an, ist es richtig platziert, das ist das erste Thema. Und ich denke, da sollte es auch weiterhin gehen. Kurz zu Daten noch, wir arbeiten an sich ausschließlich in BIM und entwickeln da auch recht viel und sind in GIS sehr stark unterwegs. Das wird dann für die Quartiere ist es ein Thema, wo man dann nochmal größere Stellschrauben drin hat, auch für den Lebenszyklus. Was mir da nur wichtig ist und ich bei uns in die Teams mit reingebe, ist die sogenannte, oder wie ich es nenne, Datenhygiene. Dass man genau weiß, was habe ich wirklich, was sind Annahmen und wo habe ich einfach Lücken. Und gerade bei Lebenszyklusbetrachtung werde ich Lücken haben. Es gibt keins. Und da müssen wir eben von dem Akademischen weggehen. Der Wolfram Trinius bei uns, der hat dazu promoviert vor über 20 Jahren. Und dann ist es auch in Ordnung, dass man sich bei manchen Sachen tief beschäftigt und sagt, wo sind Lücken? Mittlerweile ist es so, dass die Baubranche Produkte hat oder eben auch die Informationen, weil sie von Auditoren oder Bauschaffenden einfach angefragt und abgefragt werden, dass ich genau weiß, was muss ich jetzt ansetzen, wenn ich hier einen Holzhybrid habe, wenn ich dies oder jenes ansetze. Und da ist es wichtig, ein gesundes Verständnis zu haben, aber auch einen Mut dazu zu haben, zu sagen, okay, da gibt es jetzt keinen Datensatz. Was ist denn am nächsten dran? Was kann ich da verwenden? Und das aber klar auch mit aufnehmen und sagen, deswegen Datenhygiene, wo habe ich reale Werte, wo habe ich Lücken und wie habe ich die Lücken geschlossen? Das ist für mich wichtig, wenn ich im Team auch ein Review mache
von Lebenszyklusbetrachtung. Und das nur so als letzten Punkt, der so wichtig ist wie ein generelles Verständnis, eine Hygiene auch in der Bearbeitung, aber dann am Ende auch nochmal eine Plausibilisierung. So ein Sensitivity-Check, wo man nochmal drauf geht. Das kann man global auch an Projekten machen und sagen, was sagt uns das jetzt? Sind es jetzt 40 oder 60 im Betrieb oder wie auch immer anteilig an Emissionen? Das ist nicht unbedingt die Aussage, sondern wichtig ist es, dass das, was rauskommt, was ich mitnehme ins Projekt, ist das zum einen belastbar. Und wir haben einen sehr guten Auftraggeber, mit dem wir sowas durchspielen konnten für ein Inhouse-Lebenszyklus-Konzept. Und da wirklich den Abgleich gemacht hat und mal gesagt, wir nehmen jetzt mal 5 Projekte und schauen mal, wo kommen wir denn raus, was passt denn und wie stehen die denn miteinander? Und das ist eine Herausforderung, glaube ich, gerade wenn man es das erste Mal macht und dass man sagt, ja, ist es jetzt gut? Wo bin ich damit dabei? Also diese ganzen Benchmarks, das wäre toll, vielleicht auch, dass man sowas nochmal nach außen bringt. Und ich fand es sehr schön vom Kollegen jetzt, Masterarbeit, auch das sind tolle Themen, sich in der Masterarbeit damit zu beschäftigen und zu sagen, wie können wir es weiterbringen? Weil das fehlt uns auch noch neben der Geschwindigkeit, die wir einfach durch Fördermittel als auch die Geschwindigkeit und Notwendigkeit zur Geschwindigkeit im Bauen haben, ist, dass es in der Breite ankommt. Und währenddessen, und das merke ich auch in den Schulungen immer mehr, dass man tatsächlich, also bei mir in meinem Architekturstudium vor weit über 20 Jahren, hatte ich auch einen Kurs Lebenszyklusplanung, damals schon dabei in Bayern. Also es ist jetzt nicht neu als Thema. Was neu ist, dass wir es wirklich intensiv in den Projekten betrachten und dass wir die Möglichkeit zum Handeln geben wollen. Und da haben wir, das wäre dann der Game Changer, wenn ich zu meiner Auftraggeberin gehen kann und sage, guck mal her, ihr habt ein ganz tolles Quartier, ihr habt hier 60, 70 Gebäude vor und. Schaut mal her, Lebenszyklus-Thema, dieses und jenes können wir daraus lernen. Habt ihr euch mal überlegt, hier eine Änderung einzubringen? Habt ihr euch mal überlegt, was ihr denn da vielleicht an Alternativen betrachten könnt? Und dann haben wir es wirklich gut gemacht, dass wir wegkommen vom reinen Bearbeiten für, sei es für ein Reporting, für eine Strategie oder eben auch eine Zertifizierung oder Fördergelder hin zu dem, dass wir den Auftraggeberschaft eine Handlungsmöglichkeit geben. Und das wäre eine ganz tolle Sache. Und dafür müssen wir auch gewisse Lücken akzeptieren und mit leben können, aber die eben auch kommunizieren. Und bevor ich gleich auf die Fragen auch im Chat eingehe oder im Fragen- und Antworten-Tool, würde ich gerne zwei Aspekte, die du gerade so ein bisschen mit angerissen hast, einmal bei dir, Jannik, einmal bei dir, Johannes, nochmal mit aufgreifen. Jannik, bei dir zuerst das Thema integrale Planung, das hast du auch im Vorgespräch ja auch angesprochen, das ist im Endeffekt ja der Schlüssel zu all dem ist. Wenn jetzt ein Auftraggeber oder ein potenzieller Kunde von euch kommt und quasi kurz vor Fertigstellung ist und sagt, jetzt macht er mir noch eine Ökobilanz, sagt ihr, macht das dann oder sagt ihr, wollen wir es uns vielleicht das nächste Projekt aufheben, weil da hat es tatsächlich einen Impact und produziert nicht nur Kosten? Oder beratet ihr auch so aktiv, dass es quasi zu einer dauerhaften Nutzung führt? Ja, also wir beraten tatsächlich, also das ist, machen wir auch. Wir haben da auch einen starken Fokus auf Finanzwelt, wie gesagt, Banken für Kreditvergaben, wo dann sowas ein Thema werden kann. Also kriege ich einen besseren Kredit, je mehr nachhaltig ich habe, also günstigere Zinsen quasi. Wenn jemand, also das konkrete Beispiel, es ist jetzt nicht unsere Lieblingsaufgabe, sage ich mal so, aber es ist vielleicht immer ein Startpunkt, weil man muss immer sehen, was ich davor auch mal meinte, die haben vielleicht unser tägliches Problem, beziehungsweise woran wir mit gerade kämpfen, ist immer, wir haben sehr viel Beratungsaufwand im Sinne von den Kunden zu erklären, wofür brauchen sie das jetzt gerade. Also die müssen gerade oder die wollen Leistungen beauftragen, die wir davor noch nie beauftragt haben, außer halt im Rahmen einer EGMB-Zertifizierung oder irgendeine andere Zertifizierung. Das heißt, man hat da sehr viel Erklärungsbedarf, warum brauchen die jetzt Ökobilanz außerhalb von den Zertifizierungen und jetzt neuerdings Förderthemen. Vielleicht dazu, ich finde es ganz spannend, dass in Dänemark CO2-Benchmark für eine Baugenehmigung fix ist. Also das ist halt, für den ganzen Lebenszyklus muss man einen CO2-Benchmark einhalten, sonst kriegt man keine Baugenehmigung. Das ist über den ganzen Lebenszyklus gerechnet. Das fand ich ganz spannend. Wir wollen natürlich, oder unsere Lieblingskunden, wenn man so sagen kann, sind natürlich dann, wenn man halt vorne schon einsteigen kann und die Kunden zu uns eigentlich nur sagen, ich hätte gerne ein Stück nachhaltiges Gebäude, leg los. Und damit fühlen wir uns dann wohlsten, deswegen auch integrale Planung. Wir haben bei uns Architekten, TGAler, Statiker, Softwareentwickler, Städteplaner, alles Mögliche, weil wir ihnen gesagt haben, es funktioniert nicht mehr diese, also für uns zumindest, ist es halt mehr befruchtet, sieht man sich gegenseitig mehr, hat natürlich auch mehr
Aufwand auf unserer Ebene damit zu tun, dass man quasi immer alle zusammenführt, weil die Denkweisen tatsächlich sehr unterschiedlich sind teilweise. Also TGAler denken anders als Architekten. Und das muss man irgendwie zusammen bekommen, sodass es am Ende des Tages das Ziel ist, Impact zu haben und das Thema Nachhaltigkeit reinzubringen in dieses ganze, in die ganze Planungswelt. Deswegen, das sind unsere eher die Kunden, die wir bevorzugen, aber wir haben auch gemerkt, wenn die halt kommen mit einem fertigen Gebäude und sagen, bitte einmal Ökobilanz, dann sagen wir nicht automatisch, nee, wir wollen jetzt hier, wir passen natürlich immer sehr auf und das ist auch richtig, dass wir kein Greenwashing oder Ablasshandel betreiben. Aber wir haben gemerkt, wenn man da halt reingeht und sich den annimmt und beziehungsweise die das gerne machen wollen, aber so ein bisschen hilflos noch sind, dass man, wenn man die mit abholt und auf Augenhöhe dadurch begleitet, dass sie dann im Folgeprojekt tatsächlich dann merken, okay, alles klar, die und die Fehler in Anführungsstrichen habe ich gemacht, das müssen wir jetzt anders machen. So, das ist der Punkt. Der andere große Punkt ist natürlich aber auch Bestand. Ne? Also wenn ich jetzt sanieren möchte, wir hatten das erste Mal schon den Fall, dass jemand abreißen wollte, Neubau, dann hat die Stadt gesagt, nö, beweis mir bitte erst, dass der Neubau weniger CO2 über Lebenszyklus emittiert, als würdest du jetzt sanieren. So, und dann hat er erstmal große Augen gemacht natürlich. Und das ist so das Thema Neubaubestand, ist auch noch ein Riesenthema. Also wenn ich abreiße, wie viel CO2 bringe ich denn wieder ein durch den Neubau oder. Deswegen zusammengefasst eigentlich, wir bedienen beide, weil wir einfach den Lernmoment hatten, dass man dadurch Leute dann an dieses Thema noch näher heranführt. Johannes, also das Ablasshandelthema, das ist das eine, wo ich auch mit dir gerne noch über das Thema Kompensation, was die DGNB von Kompensation an anderen Stellen hält. Jetzt hat aber der Janik das Thema Bestand nochmal aufgegriffen. Es war auch eine Frage im Chat mit dem Hinweis, Deutschland ist ja gebaut. Ist vielleicht gerade sogar die Lebenszyklusbetrachtung, Ökobilanzierung mit dem schönen Beispiel vom Janik genau an der Stelle der Gamechanger, dass man überhaupt diesen Fokus auf Bestand mit einer ehrlichen Betrachtung dann dadurch hinbekommt, nur wenn man das Ganze, die Berechnung in diese Richtung vollzieht? Ja, das ist genau der Punkt. Ich kann mit der Ökobilanz eben im Prinzip eine einheitliche Währung verwenden und das in die gleiche Währung, also CO2-Emissionen, umrechnen und ins Verhältnis setzen. Den Bestand zu erhalten ist immer besser, ist natürlich genauso falsch, wie zu sagen, der Neubau ist immer besser. Das heißt, es geht ja darum, situativ dann die beste Lösung zu finden und die richtige Entscheidung zu treffen. Und damit kann ich das Bauchgefühl durch Fakten ersetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir schauen, unsere gesamte Regulatorik aus der Vergangenheit ist eigentlich auf den Neubau oder ein Großteil der Regulatorik ist auf den Neubau ausgerichtet. Die ganzen Energieinstrumente, das sind alles Neubauinstrumente, die dann irgendwie für den Bestand so ein bisschen hingedrückt wurden, weil eben keine Instrumente dafür dann speziell zur Verfügung standen. Und jeder weiß, wer eben dann Bestand modellieren soll und muss, dann welche Schwierigkeiten da manchmal dann auch drinstecken, weil die Instrumente aus dem Neubau kommen. Die kommen vom sozusagen vorne aus der Planung raus, die dann für den Bestand gar nicht mehr besteht. Und wenn wir jetzt von der Betrachtungsweise die Ökobilanz hernehmen, dann interessiert uns nicht, was für CO2-Emissionen der Beton vor 50 Jahren hatte. Das ist Geschichte, das können wir eh nicht verändern, sondern wir haben den Bestand als Substanz vorhanden und mit dem können wir arbeiten. Der kommt in Anführungszeichen umsonst ins System rein. Den Neubau muss ich erstmal produzieren unter Verursachung von CO2-Emissionen. Und dieser Vorteil, den der Bestand einfach hat, sich umbauen. Ich habe auch dort Bauaktivität drin, aber es ist eine andere Bauaktivität, wenn ich den Rohbau einfach weiter verwenden kann und vielleicht dann anbauen, umbauen, weiterentwickeln kann. Und diese Chance des Quantifizierens, das steckt in dem Instrument Ökobilanzierung und das wird uns noch relativ viel gute Entscheidungen nachher bringen, da bin ich absolut überzeugt. Das heißt, eigentlich ist ja ganz verrückt, dass dadurch, dass wir jetzt quasi so richtig ins Ökobilanzieren reinkommen, quasi der Bestand, der schon da ist, einen Vorteil hat, dass eigentlich uns heute, Stand heute, nach vorne gerichtet, egal sein kann, was damals dann damit passiert ist, solange keine Schadstoffe drin sind, weil wir gucken ja nach vorne. Fände ich einen wichtigen Aha-Effekt. Wir hatten im Chat auch eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht, ob man nicht grundsätzlich vom Konzept des Abreißens
wegkommen müsste hin zur Nachnutzung und Weiternutzung der Materialien. Und die Frage dort, was bräuchte es dafür konkret? Vielleicht an euch aus der Praxis. Wie, jetzt in dem einen Fall habt ihr es über die Gegenrechnung gemacht, Yannick, aber wie motiviert ihr Bauherren, Auftraggeber auch dazu, selbst wenn sie abreißen, dass sie zumindest die Materialien in Stoffströmen halten? Ja. Das ist die goldene Frage. Hier, es gibt leider nicht die einfache, pauschale Antwort. Es kommt drauf an, ist immer die Antwort. Es ist komplex, diese Thematiken sind komplex. Es kommt drauf an, was für eine Nutzung ist es. Also habe ich ein Bürogebäude, habe ich was ganz Verrücktes, ein Labor oder eine Klinik oder sowas? Und wie sind die Anforderungen? Also ist es, und wie viele, also wiederum das Wirtschaftliche, wie hoch ist der Verkehrswert tatsächlich noch von der Immobilie? Weil das ist, warum viele auch eben nicht das verkaufen. Es gibt ja Möglichkeiten, sei es Madastor, Concula, wie sie alle heißen, aber auch da gibt es wiederum Einschränkungen, weil es ist immer die Frage, was für eine Umnutzung habe ich denn? Also habe ich einen Eingriff, wodurch die Statik angegangen werden muss, dann wird es extrem schwierig. Oder habe ich Änderungen, die quasi nur Einbauteile in Anführungsstrichen oder Fassadenmaterialien, die halt keine tragenden oder brandschutztechnischen Anforderungen beinhalten. Das heißt, man muss immer die Baugesetzgebung mit dazu nehmen und die ist halt, je höher die Gebäudeklasse ist, desto schwieriger ist das Ganze. Und speziell Brandschutz im Bestand, wenn ich halt den Bestand angehen will und da ist irgendwie Brandschutz von keine Ahnung wann drin, dann ist es natürlich auch ein riesen Kostentreiber. Es gibt die Möglichkeiten, Sachen wiederzuverwenden, wenn sie halt schadstofffrei sind und wenn die Zulassungen dafür sind. Aber es ist wiederum das Gleiche mit als Beispiel Beton. Kann man eigentlich, wird dann meistens zu RC-Material gemacht und wird dann kloppen sich die Bauindustrie und die Verkehrs- und die Infrastrukturleute, die Straßen, wer es RC-Material quasi bekommt. Das andere Thema Holz, wurde ja auch schon genannt, wenn ich ein tragendes Bauelement Holz anpacke, dann darf ich es nicht mehr einbauen. So, und das ist halt immer dieses, wir könnten wahrscheinlich viel mehr machen, nur ist da auch dann immer die Gesetzgebung, also die Baunormen und sowas einzubeziehen. Deswegen machen wir immer Unterscheidung mit Ausbaumaterialien, Fassadenmaterialien. Es ist immer die Frage, wie ist es denn eingebaut? Also ist es überhaupt zum auch wieder Kosten ein wirtschaftlicher Rückbau möglich oder ist es halt so enorm, dass es halt dann einfach niemand macht, beziehungsweise dann immer stirbt? Und das ist, meinte ich auch vorher mit Erwartungshaltung. Man könnte es machen, aber dann sind halt dann wirklich, kommen dagegen die ganzen Baugesetze und die Kosten und dann wird es wieder, diese Erwartungshaltung wird wieder enttäuscht, Anführungsstrichen. Das heißt, da ist es auf jeden Fall nochmal wichtig, auch dann diese ganzen Themen einzubeziehen. Wir haben Projekte, sogar Neubauprojekte, wo wir einfach Ziegel wiederverwenden, also direkte Wiederverwendung, die schon mal irgendwo eingebaut waren. Das ist halt sehr, sehr schon gut, sehr gut möglich, auch heute schon. Bei Bestand ist halt immer dann einmal Schadstoffgutachten. Also da muss jemand durchlaufen und gucken, wie sind die Schadstoffwerte in diesem Gebäude. Und da müsste nochmal jemand durchlaufen und sehen, was ist denn noch möglich zu erhalten. Und natürlich auch, dass wie die Gebäude aufgebaut sind. Also ist es überhaupt möglich, mit der Leitungsführung dann noch eine dritte Nutzung einzubauen oder ist es sinnvoll aufzustocken? Also die Nachverdichtung, und da ist auf jeden Fall zum Beispiel das Holzthema sinnvoll in innerstädtischen Lagen. Das heißt, auch hier wieder ist es, ich glaube, wie man vielleicht gemerkt hat, ist es komplex. Man kann es machen, aber dafür muss man das halt tatsächlich sehr genau sich anschauen. Da würde ich gerade noch mal eingreifen wollen in die Diskussion bezüglich der Wiederverwendung von Produkten oder Bauteilen. Das ist ja, unser System sieht es ja im Grunde genommen aus der Vergangenheit nicht vor. Die ganze Normungswelt, die wir da haben, die ist 20, 30 Jahre alt oder älter. Und da war das einfach noch gar kein Thema. Und das System der Produkte sieht vor, dass der Hersteller eine Leistungserklärung abgibt. Und dann kann der Planer natürlich damit arbeiten, weil er hat ja jemand, der versichert, dass diese und diese Performance im Produkt vorhanden ist. Jetzt ist bei dem Recycling-Bauteil nicht der Fall, dass da jetzt ein Hersteller da ist, der eine Performance dafür garantiert. Und deshalb müssen wir dort andere Wege gehen. Aber es ist auch ein bisschen, sieht man schon Licht am Tunnel, Ende vom Tunnel, in manchen Bereichen, also beispielsweise die Stahlleute sind im Moment dabei, für Recycling-Stahlträger das eben zu normen, sozusagen diese Grundannahmen festzulegen, die auch im Recycling-Stahlträger dann wieder da sind oder vielleicht auch andere Stahlprodukte, bin da nicht so genau drin. Aber da sieht man, dass eben sich das auch erweitert und wird auch für Produkte, für die Wiederverwendung von Produkten dann auf
gesicherte Kennwerte zurückgreifen können. Da werden vielleicht andere Sicherheitsbeiwerte drin sein, wie bei einem neuen Produkt, wo ein Hersteller sagt, ja, ich habe eine Qualitätssicherung, die ist dann so und so gut und deshalb kann ich den Sicherheitswert so und so ansetzen. Aber es geht ja darum, dass es ermöglicht wird. Kann ja im Moment auch oder zu Beginn mal noch überdimensioniert sein. Es gab hier im Chat zwei Fragen, die auch so ein bisschen, also wir hatten ja am Anfang auch schon über das Thema Systemgrenzen gesprochen und gab ja schon auch in den letzten Monaten immer mal wieder Debatten über die Nutzbarkeit, Sinnhaftigkeit und viele, die sich dann auch so ein bisschen an dieser Jahreszahl reiben, der 50 Jahre, weil eigentlich soll es ja irgendwie länger sein und da gibt es Materialien, die halt je länger man ein Gebäude Lebenszyklus ansetzt, natürlich besser abschneiden als andere. Also zum einen hier die Frage, Johannes, an dich, der jetzt auch in der frühen Zeit von der DGNB-Zertifizierung auch eng mit beteiligt war, warum diese 50 und so ein bisschen angeschlossen gab es hier noch die Frage, wenn man jetzt eine LCA über 30 bis 50 Jahre berücksichtigt, ist dann die Art und Weise, wie ein Gebäude gebaut wird, immer noch relevant, wenn das Gebäude einen geringen Energiebedarf hat? Also gerne die zwei Fragen so ein bisschen zusammen. Vielleicht erst die 50 Jahre. Es ist ja nicht die Nutzungsdauer des Gebäudes, die wir hier abbilden, sondern die Referenznutzungsdauer. Also die Norm hat diese Begrifflichkeit, klingt vielleicht griffspitzig, aber es ist eine Referenz, um vergleichbar zu machen. Weil wenn wir an der Nutzungszeit sozusagen im Szenario mal beliebig rumdrehen, dann können wir das nicht mehr sozusagen einordnen auf der Skala. Also es geht nicht darum, dass wir Gebäude für 50 Jahre bauen sollten. Eigentlich gehen wir in Deutschland davon aus, dass das Tragwerk sozusagen für unendlich ausgelegt ist und keine Abnutzung unterliegt, beziehungsweise die Abnutzung dann kompensiert wird. Das heißt, die Gebäude sollen eigentlich als Grundstruktur unendlich, in Anführungszeichen, stehen können. Das heißt, dass eben immer die Renovierungszyklen, die abgenutzten Materialien, Oberflächen, Elemente wieder auf den entsprechenden Stand bringen. Deshalb würde ich diese 50 Jahre, ob das 50 oder in England, rechnen Sie mit 60 Jahren, das würde ich nicht zu hoch hängen. Das ist eigentlich nur eine Konvention. An der Stelle. Und das muss mir nochmal helfen, was die zweite Frage. Die zweite Frage war, wenn man jetzt eine LCA über 30 bis 50 Jahre berücksichtigt und ein Gebäude hat einen sehr geringen Energiebedarf, inwiefern dann überhaupt die Art und Weise, wie ein Gebäude gebaut wird, dann noch relevant ist? Ja, wir sind bei heutigen Gebäuden nach heutigem GEG ungefähr halbe, die Hälfte für die Herstellung des Gebäudes, die andere Hälfte für die 50 Jahre Nutzung. Und dann sieht man schon, dass natürlich die Nutzung, ja, da ist nicht mehr so richtig viel zu optimieren, weil ganz auf Null sozusagen verbrauchseitig ist das nicht zu bekommen. Das kann ich dann auf der anderen Seite nur durch Produktion wieder machen, dass ich eben PV zum Beispiel in mein Gebäude integriere. Und dann habe ich da wieder ein Optimum irgendwo, wo das dann Sinn macht, wie viel sozusagen an Isolierung und so weiter da letztendlich in dem Gebäude Sinn macht. Die Herstellung zu optimieren ist immer ein guter Punkt. Und das ist ja nicht nur die Materialität, die ich hier adressiere. Es sind ja auch die Mengen. Weil Low Carbon Materials einzusetzen ist immer besser wie sozusagen CO2-intensive Materialien, aber weniger einzusetzen ist auch immer besser, wie mehr einzusetzen, solange es nicht sozusagen die Dauerhaftigkeit nachher beeinflusst. Thomas, jetzt gab es auch so ein paar praktische Fragen auch zur Umsetzung. Es geht jetzt ein bisschen auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast, Johannes, es geht natürlich auch um Massen. Gab es also eine Frage zum einen, wie konkret eine Bauteil-Lebensdauer, eine Ökobilanz berücksichtigt wird und die andere Frage, welche Rolle EPDs bei einer Lebenszyklusbetrachtung spielen. Vielleicht kannst du das aus praktischer Sicht einmal näher erklären, wie da konkret vorgegangen wird. Ja, gerne. Ich würde aber gerne noch eine Sache mit reinnehmen, weil jetzt auch die Frage war mit Materialien, direkte Wiederverwendung. Das ist an sich Kern bei dem, was wir machen. Wir haben noch eine rechtliche Ebene mit drin, sobald ein Material irgendwo als seinen Zweck im Gebäude verloren hat, das ist, wenn ich abreiße, dann ist es ein relativ großer Aufwand rein rechtlich, das Material wieder nach vorne zu bringen und in den Einbau zu bringen.
Also da sollte man schauen, was man machen kann. Beim Auftraggeber direkt von einem Projekt ins nächste mit reinnehmen, ist super. Was ich mit in der Beratung dort auch anbringe, ist so die Provenienz von Materialien. Also nicht nur, dass wir sagen, wir haben hier 150 mal die gleiche Tür aus einem Landratsamt XY, die jetzt hier eingesetzt werden können in einem Neubau, sondern auch, dass man einen Hinweis gibt, woher kommt denn das Baumaterial? Und da sehe ich vom Markt einen verstärkten Interesse auch zu sehen, ja, wir wissen, das ist ein Secondhand-Baustoff und wir wollen aber auch dann ein bisschen die Geschichte davon haben. Das muss jetzt nicht spektakulär sein, aber dass man weiß, wo ist denn dieser Baustoff auch mal drin gewesen? War das irgendwie der Bodenbelag von der Sporthalle in Bietigheim oder ist das jetzt nochmal ein Bodenbelag, der in München in der Kantine mal war, wie auch immer. Also das sollte man auch nicht vergessen. So rein vom Doing her ist es so bei EPDs, wenn es EPDs gibt, das ist schon mal super, dann habe ich schon mal auch einiges gewonnen. Wichtig, kannst du das ganz kurz erklären, für die, die es nicht kennen, was EPDs gemacht haben? Environmental Product Declaration, also Umweltproduktdeklarationen in einem Dokument, das sind meistens ein paar Seiten auch, wo sehr speziell auch drauf eingegangen wird, aber da ist Johannes der Experte auch da eher drin, aber wo man ein Material beleuchtet und an sich auf belastbare Grundlage eine Aussage zu einem Material getroffen wird. Und das ist an sich und eben auch von einer unabhängigen Stelle wird es geprüft, wo man aufpassen muss, wenn man eine hat, ist schon mal gut, dass die einigermaßen aktuell sind, ist auch immer wichtig. Also wenn man EPDs hat, die schon mal ein paar Jahre alt sind, da macht es dann durchaus Sinn, mal nachzufragen, ob es was Neues gibt. Aber wenn ich die habe, kann ich mir da schon mal auch für die Lebenszyklusbetrachtung, egal wie ich es jetzt ansetze, auch wenn ich meine Grenzen anders setze, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben einen Auftraggeber in den USA, der seit über 300 Jahren als Unternehmen unterwegs ist, wo wir sagten, ja, selbst da sind jetzt Betrachtungen auch von über 50 Jahren sinnvoll und möglich und haben da auch ein Projekt in Boston gemacht, was eine Betrachtung von 200 Jahren ansetzt. Also durchaus möglich, kann man alles mit einbringen. In der EPD habe ich Hinweise dazu, was eben beim Abbau, bei der Verarbeitung und eben auch gegebenenfalls zur Anlieferung noch mit berücksichtigt werden kann. Das sind die Rohdaten, die ich dann mit aufnehmen kann. Häufig ist es aber so, dass man in die Tiefe gar nicht einsteigen muss, sondern es sehr viele vorgefertigte Elemente schon gibt, wo man sagt, ah ja, hier gibt es einen Wert für, meinetwegen, für Sand, jetzt mal ein Beispiel genommen, ja, wo man sagt, da muss jetzt keine EPD notwendigerweise mit her. Und das macht das Leben doch ein bisschen einfacher. Also Betrachtungsgrenze ist wichtig. Was möchte ich anschauen? Gibt es EPDs? Dann ja, dann mit reinnehmen. Es ist nicht unbedingt die Aufgabe, dass man, weil das kommt in den Schulungen öfter, ja, muss ich denn EPDs prüfen? Das muss man nicht machen. Also da, das ist das, was wir vorhin hatten, vom Hundertsten ins Tausendste, da sollte man nicht reingehen. Wenn man allerdings merkt, da gibt es schon starke Abweichungen oder das ist eine sehr große Stellschraube geworden, dann kann man mal schauen. Das Allerwichtigste bei der Ökobilanzierung ist an sich, die Kommastellen zu betrachten und dann nochmal zu schauen, was habe ich für Maßeinheiten. Da passieren die meisten Fehler, auch wenn ich mit anderen Kollegen mal spreche, dass es dann halt mal so Klassiker vom Kubikumrechnung in Quadratmeter oder sonstiges, dass da teilweise dann auch Fehler auftreten. Aber ansonsten machbar, wenn man EPDs hat, super, aber auch da kann ich sagen, findet man nicht für jedes Material, sondern muss sich dann mit Daten aus entweder einer Software, aus Vergleichsprojekten behelfen und das aber auch da aufnehmen, dass es da gegebenenfalls eine kleine Lücke gibt. Aber Johannes, du kennst dich ja da auch stark dran aus. Ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen möchtest. Ja, da kann ich oder möchte ich noch ergänzen. Die Frage, sind EPD sozusagen der richtige Datensatz, um ihn einzusetzen, kommt ein bisschen auf die Phase an, in der wir uns befinden. Weil in der frühen Planungsphase weiß man natürlich nicht das Produkt, das nachher eingesetzt wird. Ich plane ja nicht, Dämmstoff eines Herstellers XY einzubauen. Also plant man mit Durchschnittsdaten für Dämmstoff oder für einen bestimmten Dämmstoff, weiß man vielleicht, was man dann sozusagen hier vorhat. Und wenn es dann um die Ausschreibung geht, dann wird es interessant natürlich, weil da kommt ja dann das spezifische Produkt rein. Und da lassen sich natürlich auch Umweltqualitäten ausschreiben. Man schreibt ja nicht aus, das muss jetzt eine so und so Platte sein oder so und so ein Dämmstoff, sondern man schreibt dann eben bestimmte Grenzen aus. Wir wollen die Performance haben, nachzuweisen über ein EPD des Herstellers. Und dann muss der Verarbeiter eben hier zeigen, was er eigentlich tut.
Und da kommt der zweite Hebel eigentlich ins Spiel. Der erste Hebel ist ja Materialität, Bauweise und Mengen, die geplant werden. Und der zweite Hebel ist dann durch den Ausführenden, das bessere Produkt innerhalb der Klasse zu finden. Sozusagen den besseren Ziegelstein, weil da ist dann eine Spanne aus der Herstellung. Und diese Optimierung wird heute noch relativ wenig standardmäßig gemacht, hat aber natürlich einen guten Hebel, weil es im Prinzip an zwei Seiten angreift. Fürs Projekt, aber auch beim Hersteller, dass er plötzlich sieht, hey, Moment mal, das macht ja Sinn, dass ich mein Produkt auch weiter optimiere. Das ist auch nachfragerelevant. Das ist nicht nur für mich kostenrelevant in der Herstellung. Und jetzt haben wir eine gewisse Verwirrung gerade bei den QNG-Nachweisen, das Qualitätssiegel, wo die EPDs jetzt plötzlich nicht mehr verwendet werden dürfen. Finden wir natürlich eine sehr unglückliche Situation und haben das Ministerium auch gleich darauf angesprochen. Und da muss man aber auch sagen, das hat jetzt auch was mit einer Umstellung von der Norm zu tun. Und wir haben die Zusage, dass das wieder kommen wird mit der Umstellung der Benchmarks auf die neue Norm, auf den A2-Anhang, wird auch wieder die Möglichkeit dann kommen, dass auch EPDs im Nachweis eingesetzt werden können. Das scheint also ein temporäres Thema zu sein. Wir drücken mal die Daumen, dass es tatsächlich so ist und wir das oder das Ministerium das auch relativ bald hinbekommt, weil es ist ein wichtiges Instrument, eben diese Umweltdeklarationen tatsächlich auch dann im Nachweis verwenden zu können, also für die Hersteller und für die Planer. Ich glaube, das war jetzt auch auf die letzte Frage, die noch reingekommen ist, war es noch so ein bisschen die Antwort. Ich würde, weil am Anfang so ein paar hattet ihr ja so ein bisschen aufgeführt mit Blick auf die Systemraumbetrachtung, die Grenzen, die es da jeweils gibt, wo, wie, was zugeordnet wird. Ich glaube, das ist ein lohnenswerter Punkt, da nochmal reinzugeben. Ich habe das auch in der vorletzten Woche, als ich auf der Bau eine Runde moderieren durfte, wo wir den Baubürgermeister von Heidelberg dabei hatten, der dann gesagt hat, ja, er hätte jetzt in seinem Projekt das Material anders wählen können, was jetzt in der Produktion klimagerechter gewesen wäre, aber es hätte ihn quasi in seine städtische Rechnung, inwiefern sie zur Klimaneutralität kommen, exakt null geholfen. Vielleicht, Janni, kannst du es noch mal ein bisschen konkreter machen? Also dieser Zuschlag zu welchem Bereich, wie ist das eigentlich konkret geordnet und warum muss man da so ein bisschen aufpassen, dass das nicht in so eine Rechenperversion kommt und weg von dem eigentlichen Thema, um das es uns ja geht, was dann wieder so ein bisschen gesamtheitlicher ist? Du meinst die Sektorenbetrachtung, also wo was hingerechnet wird. Okay. Genau. Dafür muss man sich einmal das Klimaschutzgesetz anschauen, wie die Sektoren berechnet werden, die Klimaschutzziele für jeden Sektor. Im Gebäudebereich wird ja immer, also wenn man das mal in Gänze betrachtet, für einen Sektoren wird im Gebäudebereich immer ungefähr 14,5% zugerechnet. Dafür muss man aber an den gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. Wenn man jetzt aber mal die ganzen Prozesse, also auch Materialien dazu rechnet und auch den Strom und die Fernwärme, die nicht dazu gerechnet wird aktuell, dann sind wir bei ungefähr 40% im Gebäudesektor. Das heißt, der Gebäudesektor ist tatsächlich der größte CO2-Verursacher oder ist für die größten CO2-Emissionen verantwortlich in Deutschland. Das ist das auch so ein bisschen das Problem, beziehungsweise das Problem, aber warum die Ökobilanz da noch Schwierigkeiten hat, weil wenn ich jetzt sage, ich bilanziere meine Baustoffe, sei es mit einer EPD, sei es mit einem generischen Datensatz, wird es nicht direkt dem Bausektor zugeordnet, sondern es wird der Industrie zugeordnet und eben nicht dem Bausektor. Gleiches Thema ist, wenn zum Beispiel das ganze Thema Gas, also Gasheizung, umgewandelt wird zu Wärmepumpen, dann wird das dem Wandeln dieser Emission der Wärmepumpen, der Strom für die Wärmepumpen, zum Wirtschaftssektor. Das heißt, sobald die mehr Gasheizungen beim Gebäudesektor raus sind, werden die Emissionen logischerweise senken, weil die einfach woanders bilanziert werden. Das ist so ein bisschen das Problem der Logik dahinter. Aber auch Fernwärme, wie gesagt, wird nicht dem Gebäudesektor zugeschrieben. Da kommt natürlich immer das Argument, wenn wir in Deutschland einfach die Produktion klimaneutral betreiben, ist alles super. Dann haben wir es ja gelöst, dann haben wir klimaneutrale Produkte und alles ist super. Funktioniert halt nur bedingt, weil das würde beinhalten, dass wir nur Produkte aus Deutschland einbauen. Also Materialien für den Bau nur aus Deutschland. So gesehen ist es einfach nur das Bilanzielle so ein bisschen das Problem, wie es offiziell gemacht wird, beziehungsweise wenn es jetzt zusammengeworfen wird in einen Topf, sollen ja die Sektoren sich gegenseitig
entlasten können, beziehungsweise dass die Gesamtsumme stimmt. Funktioniert halt nur dahingehend nicht, dass kein Sektor gerade in der Lage ist, den anderen auszugleichen. Wir hatten die höchste Einsparung im Energiebereich, aber es hat auch damit zu tun, dass halt vieles da rausgegangen ist und zum Gebäudesektor. Jetzt wird wieder was zum Gebäudesektor zurückgehen, zum Energiewirtschaftssektor, sodass wir da auch wieder höhere Emissionen quasi haben. Deswegen dieses Hin- und Herschieben funktioniert einfach bilanziell zwar, aber es wird nicht, weil es noch keinen Sektor so weit gebracht hat, mit den anderen ausgleichen können. So, das ist tatsächlich so das Problem, glaube ich, oder beziehungsweise das ist auch meine Vermutung, warum die Ökobilanz noch nicht in Gänze umgesetzt wurde. Jetzt KfW ist ja immer dass die Vorgehensweise erst fördern, dann fordern. Wird dann wahrscheinlich jetzt sich ändern. Aber wenn man sich nur die Sektorenbetrachtung anschaut, dann hat die Ökobilanz, die Ergebnisse der Ökobilanz, also die grauen Emissionen, keinen direkten Einfluss auf die Emissionen der Gebäudesektoren. Ich habe auch die Frage, Thomas, vielleicht an dich, inwiefern Betrachtungen zum Lebenszyklus auch auf städtebaulicher Ebene möglich sind oder welche Informationen da von der Bilanzierung vorliegen sein müssen. Jetzt hast du ja auch schon eine Reihe von Quartierszertifizierungen begleitet, wo das ja eben entsprechend gefordert wird. Also vielleicht kannst du es da auf der Ebene noch mal einmal kurz erklären, was sich da unterscheidet und ist vielleicht gerade diese etwas größere Quartiersebene oder städtebauliche Ebene, ist das vielleicht ein Schlüssel, dass wir mehr hin zu diesem Durchdringung des Prinzips noch kommen, auch in der Breite? Ja, also grundsätzlich vom Maßstab her auf jeden Fall. Wir haben deswegen auch bei Puro Hub den Bereich Nachhaltigkeit bei Cities mit verortet, wo es eben um Quartiere und Stadtteile geht. Da sind die Hebel natürlich noch ein ganzes Stück größer. Was man für die DGNB-Quartierszertifizierung hat, vielleicht auch da, Mindestgröße 2-3 Hektar so ungefähr fängt es an. Die meisten Quartiere, die es gibt, sind so bis zu 10 Hektar. Wir haben aber auch Quartiere, die deutlich größer sind und da auch manchmal weit über 100 Hektar haben. Also das nur die Größenordnung, die man da mit dabei hat. Und dort geht es tendenziell erstmal darum zu sagen, wie ist der Anschluss mit dabei, was für, wie vorhin gesagt haben, habe ich einen Fernwärmeanschluss oder nicht, wie wird das Ganze überhaupt betrieben. Ich schaue mir die Kernelemente der einzelnen Gebäude an. Das bedeutet, ich nehme Wasserverbrauch, Energieverbrauch mit auf und schaue mir dann auch an, was habe ich da für Typologien. Gehe aber nicht in der Tiefe mit rein, wie man in der Ökobilanz im Gebäude hat. Also gehe nicht auf die einzelnen Materialien im Gebäude. Ich schaue mir aber sehr wohl auch an, was habe ich an Materialien, die im Außenraum verwendet werden. Wie ist es da mit Baustoffen? Beispiel, wir haben hier ein sehr schönes Projekt in Berlin, eine ehemalige Zigarettenfabrik, die umgeplant wird. Und dort gibt es also auch noch Schlackesteine im öffentlichen Raum, die durchaus auch so als Pflastersteine weiterverwendet werden können. Und da haben wir den Vorteil im Quartier, und das ist ja einer der Hindernisse, häufig bei Rückbauten, wo man sagt, ja, Materialien, wir würden sehr gerne behalten, wir würden auch gerne wieder was einbauen, aber wir haben nicht den Platz. Und das ist oftmals ein Thema. Da habe ich bei Quartieren mehr Möglichkeiten und wir betreuen auch einige Wohnquartiere, wo man dann gerade auch die Materialien, die wiederverwendet werden können, auch an anderer Stelle im Quartier erstmal zwischenlagert und dann auch wieder einbauen kann im öffentlichen Raum, hauptsächlich im öffentlichen Raum. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, eben dann auch wieder ins Gebäude reinzugehen. Von daher, das System vom Gebäude her, Lebenszyklusbetrachtung, kann man auch im Quartier ansetzen, dann eben mit ein bisschen anderen Rahmen dazu und schauen wir dann auch die Erschließungen noch mit an. Und eben doch ein bisschen mehr auch die Orte zwischen den Gebäuden ist aber durchaus möglich und bringt auch da eine sehr gute Option, eben was Handlungspotenzial auch angeht. Und muss nochmal drauf zurückkommen. Das ist an sich der Grund. Wir machen es nicht, um dann eine gewisse Bepunktung zu kriegen oder zu sehen, komme ich auf eine Null oder nicht, sondern wir versuchen das ja aktiv durch die Beratung heraus so einzubringen, dass man sagt, macht es Sinn, hier auch nochmal in eine andere Richtung zu denken, vielleicht auch ein bisschen ökologischer und energieeinsparender oder langlebiger zu sein. Und da ist es sehr schön an sich bei Quartieren. Viele der Auftraggeberinnen für Quartiere kommen aus der Wohnungswirtschaft, die sagen, ja, wir sind langfristig orientiert, wir wollen keinen Abverkauf machen, sondern wir wollen das lang auch bei uns dabei haben. Und wenn das als Thema kommt, dann ist die gesamte Lebenszyklusbetrachtung auch in der Agenda deutlich höher gerutscht. Und das ist so eine Herausforderung bei spekulativen Investments. Da sagt man häufig, naja, ich muss es mitmachen, aber tendenziell ist für mich, wenn überhaupt, dann der Wert interessant, was habe ich in dem Embodied Carbon, also was wird jetzt eingebaut. Aber der Betrieb interessiert einen dann tendenziell weniger.
Andersrum eben, wenn ich sage, ich habe einen langfristigen Betrieb oder eben auch beim Quartier sind ja nicht nur Stadtquartiere möglich, sondern auch Gewerbequartiere, Industriestandorte. Und dann kommt bei denen natürlich der Eigennutzung noch ein bisschen stärker oder noch ein bisschen größere Wichtigkeit zu. Und dann kann man auch langfristig auch daran gehen. Jetzt ist es ja ein Thema, was, also zu meinen, danke Johannes, dass du anfängst, beim Frage-Antwort-Modul schon manche von den Antworten live zu beantworten, dass wir da ein paar direkt beantwortet haben. Was jetzt aber, man das schon an den Fragen auch merkt, dass ja viele Leute sich relativ neu mit dem Thema beschäftigen. Es gab eine Frage, inwiefern man als Laie auch in das Thema reinkommt, wo man sich da gescheit anlesen kann. Auch die Frage, welche Instrumente, Programme eigentlich am besten sind. Wir bieten jetzt bei der DGMB im Juni zum ersten Mal einen separaten Kurs, Johannes, speziell zum Thema Ökobilanzierung, einen Kompaktkurs, wo man dann auch als Experte für Ökobilanzierung bei uns künftig gelistet werden kann. Janik, aber vielleicht an dich die Frage aus der Praxis, auch der Thomas, und du hast gesagt, ihr versucht ja zu beraten. Macht es Sinn, dass man sich versucht, als Laie an das Thema also so ranzuwagen, dass man es direkt selber verstehen und anwenden kann, oder brauchst erstmal sozusagen nochmal jemand externes Berater, der auch Erfahrung gemacht hat im Umgang mit den Tools, dass man wirklich versteht, was man daraus ziehen kann. Also wie würdest du, was wäre sozusagen der als Empfehlung für dich, um in das Thema reinzukommen, für jemand, der bisher noch gar nicht in dem Thema drin ist? Die Frage Laie ist ja, welchem Kontext? Also wirklich jemand, der sich eigentlich gar nicht mit dem Baubereich schon in dem Baukontext natürlich. Okay. Also jetzt mal Architekt beispielsweise. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, weil das war ja auch vorhin die Frage, sind wir jetzt in der Erprobungsphase oder müssen wir jetzt sofort loslegen? Ich glaube, das bedingt sich ja. Natürlich gibt es Experten und Expertinnen, wir können das auch gerne machen, aber selbst wenn wir jetzt diesen Wandel vollziehen, der gerade stattfindet, wird es eine breitere Masse brauchen. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch diese Denkweise, Lebenszyklus zu planen, und das halt weg vom Bauchgefühl, was Johannes ja auch vorhin gesagt hat, hin zu Fakten. Dafür müssen sich die Leute ja damit beschäftigen. Und da ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Anlaufstelle bei euch, die Seminare zu besuchen und sich da, man muss ja gar nicht Experte sein und Expertin. Auch hier, die hier sitzen, ich habe TGA studiert, bin da drin ganz okay, habe aber keine Ahnung von Architektur, sage ich mal. Also für mich, das ist halt, für mich ist Architektur, Entschuldigung, darf nicht reinregnen und muss Licht reinkommen. So, und das ist halt der Punkt, aber ich weiß zumindest so Basics. Und ich glaube, dass es auch für jede Planungsdisziplin sinnvoll ist. Was ist ein Lebenszyklus? Worauf muss ich achten? Was muss bei der Förderung? Weil wenn wir die Förderung heutzutage beantragen wollen und die erste Stufe, also ohne die Zertifizierung, dann muss man Benchmark einhalten. Und diesen Benchmark muss man ja im Entwurf schon eigentlich berechnen. Also bin ich überhaupt mit meinem Entwurf auf diesen Kurs? Deswegen ist es aus meiner Sicht absolut sinnvoll zu sagen, jeder sollte sich damit beschäftigen. Aber auch da wird es, glaube ich, wir werden denn nicht nur LCA-Expertinnen, Expertinnen haben, sondern es ist, glaube ich, das gleiche Spiel, wie es gerade ist. Es gibt Architekten, TGAler, Tragwerksplaner. Es ist eine neue Planungsdisziplin, aber es sollte auf jeden Fall jede einzelne Planungsdisziplin tangieren. Johannes, du hast ja, bevor du, ich glaube, jetzt vor 7 Jahren in die Festanstellung zur DGMB gekommen bist, hast du ja nicht nur das Ganze ehrenamtlich mitgegründet, sondern was ja auch bei einem Unternehmen, die selber auch viel Ökobilanzen entwickelt, weiterentwickelt haben, angewandt haben. Was war da für euch so der Schlüssel auch im Dialog mit den Bauherren oder auch mit den Architekten und Planern, dass ihr da tatsächlich auch gehört wurdet, dass das praktisch genutzt wurde, was dort rauskam? Ja, im Grunde genommen war das vor einer Zeit, dass es im Planungs- und Bauprozess eingesetzt wurde. Es war dort eher auf der wissenschaftlichen Seite, auf Gesamtsystem, auf dem Gesamtgebäude verwendet. Und wir waren stark tätig auf der Seite der Hersteller, eben das Instrument zu verwenden, um Prozesse, industrielle Prozesse zu optimieren, Systemanalyse dafür zu fahren und natürlich die Ergebnisse dann auch in, ich sage jetzt mal, Modulen dann zur Verfügung zu stellen, in Datenbanken und Umweltproduktdeklarationen. Das war so sozusagen unser Teil, also auch stärker eine strategische Beratung, dann für Hersteller, was wird sich denn auch wie ändern, was für Anforderungen werden kommen und wie müsst ihr euer Produktportfolio darauf vielleicht auch anpassen. Das sind natürlich nicht nur CO2-Themen, das sind auch andere Themen von
Schadstoffen, über Recycelbarkeit und so weiter und Einsatz von Recyclingmaterialien dann wichtig, die da mit reingehen bis in eine gesamte Unternehmensausrichtung. Ich denke, auf der Seite von, ich sage es mal, professionellen Organisationen hat das Instrument noch sehr, sehr viel mehr Potenzial, kann sehr, sehr vielfältig eingesetzt werden. Jetzt sind wir ja bei der DGMB, haben wir ja auch, ich glaube, mittlerweile sind es so knapp 15-16% der Mitgliedsunternehmen sind ja auch Hersteller. Wir waren gerade auf der Bau vor 2 Wochen, wo unglaublich viele mit dem Unendlichkeitszeichen sich am Stand oder anderen Nachhaltigkeitsaspekten geworben haben. Aber hast du das Gefühl, dass ein Großteil der Bauindustrie da auch den Schritt hin geschafft hat? Oder sind viele da auch noch relativ am Anfang? Das würde ich jetzt nicht sagen, dass viele so ganz am Anfang sind, aber es sind viele noch nicht im Ziel, ich würde es mal so rum nennen. Wir sehen da ja auch eine Änderung an der Bauproduktenrichtlinie, wird überarbeitet, sind plötzlich andere Anforderungen, die europäischen harmonisierten Normen für die verschiedenen Produktgruppen bekommen jetzt diese Nachhaltigkeitsanforderungen mit rein. Das heißt, wir haben eigentlich gerade einen Systemwechsel auch, wo klar wird, dass Nachhaltigkeitsinformation zu deklarierende Performance ist. Das heißt, die Leistungserklärung wird eben Stück für Stück auch diese Nachhaltigkeitsinformationen enthalten, als ganz normal, so wie ein Produkt eine Festigkeit oder eine Wärmeleitfähigkeit oder was weiß ich alles sozusagen als Leistung in der Leistungserklärung hat, haben wir das dann auch mit drin. Und zwar nach einheitlichen Regeln über die Normen dann gemacht und die, ja, also ist ja auch nicht alles ganz einfach. Die Schwierigkeit liegt natürlich drin, diese unterschiedlichen Normenkreise sozusagen auch so harmonisiert zu halten, dass das alles zusammenpasst. Das ist nicht ganz einfach. Aber am Schluss hat die Kommission jetzt schon relativ deutlich gesagt, naja, wenn sich die Industrie nicht einigen kann, dann entscheidet halt die Kommission, wie es sein wird. Deswegen mandatieren sie auch die Normen. So ein bisschen langsam die Abschlussrunde einläuten. Jetzt hattet ihr ja gerade am Anfang immer mal schon so kleine Beispiele. Gab es auch bei dir, Janik, noch die Nachfrage, welche Stadt es war, die das eingefordert hatte, dass der Nachweis erstellt wird gegen den geplanten Abriss. Aber vielleicht, wenn wir irgendwie auch positiv nach vorne blicken, ist immer, ihr habt erstaunlich wenig wir müssen gesagt. Das ist ja irgendwie, wenn man über das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit spricht und moderiert, hat man oft so Runden, wo alle Leute sehr schnell in diesem Wir müssen und eigentlich immer an andere appelliert, die sich irgendwie dann bewegen müssen und dann ist man selber aber weit weg vom eigenen Tun. Aber vielleicht könntet ihr uns so der Reihe nach zum Abschluss, so dieser optimistische Blick nach vorne. Klar ist die Aufgabe groß, klar haben wir in den letzten Jahren auch im Gebäudesektor die Ziele noch nicht erreicht. Aber was macht euch Hoffnung, Mut, was stimmt euch optimistisch, dass wir diesen Wandel, diese Transformation jetzt auch in der Geschwindigkeit, die es braucht, hinkriegen. Janik, magst du vielleicht anfangen? Ja, vielleicht kurz zur Stadt. Ich kann nur sagen, dass es in Bayern war. Darf ich leider nicht sagen, welche Stadt es genau war, aber es war tatsächlich in Bayern, was mich auch selber sehr gewundert hat. Genau, fand ich ganz gut, dass du gerade gesagt hast, wir müssen, ich glaube, wir sind weg davon. Wir wissen alle, wie viel CO2 emittiert wird im Bausektor. Also ich glaube, die ganzen Fakten liegen auf dem Tisch. Ich glaube, wir müssen ins Machen kommen. Und da gibt es ja schon Büros. Der Thomas, wir andere, das ist ja schon vorhanden. Und mich macht optimistisch, zum einen, weil ich selber in diesen Themen sehr viel Spaß habe tatsächlich. Deswegen ist es einfach so ein innerer Antrieb, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, als diese Themen zu bearbeiten. Aber auch mein Team, was ich habe oder was Sebastian und ich zusammen haben, also das haben wir in einem Jahr, wie gesagt, haben wir 26 Menschen gefunden, die mit uns gemeinsam auf diese Reise gehen wollen und dieses Thema anpacken wollen. Also es ist ein Wille da, ins praktische Handeln zu kommen und auch weiterhin stimmt mich positiv, dass halt auch die EU halt kapiert hat, dass es halt nicht mehr durch gewisse Freiwilligkeiten alleine ausreicht, sondern dass sie halt Regeln vorgeben muss einfach. Und halt die Branche, die sich immer mehr wandelt tatsächlich. Also ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung in Hamburg und in Frankfurt. Es wurde erst versucht, dass so ein bisschen, da ist das Passwort, es muss auch nochmal so eine Diskussion gesagt werden, Taxonomie, ESG, geht nicht mehr ohne. Aber da war halt immer häufig halt auch das Thema Nachhaltigkeit war halt immer wie so ein Schnupfen. Der geht schon wieder weg von alleine. Man muss halt nur ein bisschen abwarten.
Und das hat sich jetzt, es ändert sich gerade. Und speziell auf der regulatorischen Ebene passiert da sehr viel tatsächlich. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr positiv. Und wie gesagt, weil ich halt sehe, unser Team, mit welchem Ehrgeiz und mit welchem Eifer sie an die Aufgaben herangehen. Thomas, was stimmt dich optimistisch? Ja, also zum einen ist es das Thema, generell stärker in der Gesellschaft zu sehen. Ja, das ist mit dabei. Ich habe der ein oder andere kennt, wenn man Kinder hat, schaut man sich irgendwann einmal Willi Wills Wissen an. Sowas braucht man an sich. Wir brauchen so ein Willi Wills Wissen, der auch mal Lebenszyklus mal als Themen mit noch weiter reinbringt. Wir sind zu stark mit drin, dass es jetzt Architekten und Planer, Planerinnen machen, aber noch weniger auf der Auftraggeberseite und noch weniger an sich die Jüngeren, die noch nachkommen. Also das ist, denke ich mal, eine der Herausforderungen, sowas nicht erst aufzuheben, bis man sagt, naja, im Studium beschäftigt man sich mal. Ich könnte mir das sehr gut auch vorstellen und hatte das neulich auf einem Podium mit dabei. Warum gibt es Lebenszyklus nicht als Schulfach, als Wahlfach? Warum kann man auch nicht da drin sein Abitur machen? Also solche Themen würden mir gefallen, wenn sowas kommt. Generell sehe ich, dass dann stärkeres Verständnis mit da ist. Auch, dass es aus diesem, ja, würde ich sagen, eher akademischen Bereich rausgekommen ist und die Anwendbarkeit findet und nicht nur über die verschiedenen Software-Dienstleister, die dabei sind und Artikel und Kommunikation auch nach außen. Noch wichtiger für mich wäre jetzt und was ich mir wünschen würde, dass es noch stärker verankert ist in der Bildung und da eben früher in Schulen, in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung, dass Nachhaltigkeit und Lebenszyklus an sich zwei Themen sind, die sehr stark zusammengehören, dass das eine ohne das andere auch nicht unbedingt funktioniert. Und was wir heute ein bisschen weniger diskutiert haben, aber für mich ein elementares Thema, ist die Wirtschaftlichkeit. Sobald es an den Geldbeutel geht, interessiert es dann auch wieder mehr. Und nicht nur durch die Förderprogramme, die jetzt da sind, haben wir auch da, denke ich mal, einen stärkeren Zuspruch zum Thema gefunden. Wenn man das nochmal ein bisschen weiter mit reinnimmt und auch da wieder ein Alleinstellungsmerkmal der DGNB auch als europäisches System zu sagen, es geht uns nicht nur darum, auf eine Null zu kommen, uns geht es auch darum, wirtschaftlich vertretbare Lösungen zu erzeugen. Und da sind wir, glaube ich, gut mit dabei vom System her. Ein bisschen mehr Kommunikation, glaube ich, von den Medien, von den meinungsbildenden Medien auch wäre ganz toll und kann hier nur die Zuhörer auch motivieren, wenn sie eine Möglichkeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, da mal auch reinzuschauen, dass sie das machen. Und jetzt zum Ende hin mache ich auch gerne noch einen kleinen Werbeblock, dass wir zwar auch eine ganze Menge tolle Kollegen haben, aber uns auch freuen, wenn wir noch zusätzliche Kollegen bekommen. Also da auch auf jeder Ebene, wer also mitmachen möchte, am besten kommt man an Lebenszyklus über die Praxis heran. Und sowohl beim Kollegen von List als auch bei uns und bei vielen anderen gibt es da Potenzial, sich dahin auch zu entwickeln. Von daher an sich bin ich da positiv, aber eben auch ein bisschen so, dass ich sage, es fehlt noch etwas in die Bildungslandschaft hinein, die Themen zu tragen, dann wären wir richtig gut aufgestellt.